herzliches Willkommen zum nächsten Let's Talk About, zum neuen Let's Talk About und vermutlich auch meinem letzten Let's Talk About, wenn dieses Video nicht sogar zur Kanalschließung führt. Ankündigungen dementsprechend habe ich keine, deswegen direkt wieder zum Talk About. Ich bin gerade ziemlich, ich möchte es nicht sagen enttäuscht, aber ja doch ziemlich fertig, was die grundlegende These vom Glauben an die Menschheit angeht. Es gibt immer wieder Fälle, wo ich mir denke, ja, okay, muss man durch, und es gibt Fälle, wo ich mir denke, was? Ja, okay. Worum geht's? Ihr seht da oben irgendwo jetzt schon menschliche Dummheit oder so, irgendwie wird das getitelt sein. Und ich habe gerade eben wieder mal beim Recherchieren, was könnten spannende Themen sein, ein Thema rausgekramt ist gelogen. Ich bin drüber gestolpert auf Facebook, wo ich mir denke, das gibt's nicht. Das kann's einfach nicht sein. Wie dumm kann Menschheit werden, wenn man sie nicht rechtzeitig stoppt? Okay, worum geht's? Es gibt einen wahnsinnig tollen Fall von Tierquälerei, der gerade auf Facebook total hochgeputscht wird bis zum Umfallen. Und zwar den Fall Tom H. oder Tom Jan H. oder so irgendwie, keine Ahnung. Ich habe mich für den Fall jetzt herzlich wenig oder über den Fall habe ich mich herzlich wenig informiert. Ich kenne die groben Fakten, aber nicht die Details, weil es um das jetzt auch nicht geht. Da wurde schon so viel Bullshit drüber gelabert, das lassen wir jetzt mal. Worum geht's mir? Ich muss das Ganze ein bisschen aufrollen. So, erstens mal. Ich bin für Tierschutz und ich bin gegen Tierquälerei. Aber ich bin auch gegen menschliche Dummheit. Und da möchte ich ansetzen. Ich verstehe, dass sich viele Menschen darüber aufregen, dass dieser Typ frei rumlaufen darf, dass dieser Typ diese Tiere quälen darf. Tiere sind Lebewesen, wie wir Menschen auch, einfach nur andere Rassen. Ist okay. Soweit sind wir alle einer Meinung, nehme ich mal stark an. Dass jemand diese Tiere quält, ist schlimm. Dafür gehören Strafen gesetzt, ist klar. So, jetzt gibt's auf Facebook aber eine Gruppe Todesstrafe für Tierquäler. Sagt mal Leute, geht's noch? Über 80.000 gefällt mir Angaben. Das ist nur deutschsprachiger Bereich. Österreich, Deutschland, Schweiz. Wenn man mal grob davon ausgeht, dass 40% aller deutsch sprechenden Menschen auf Facebook aktiv sind und diese Gruppe auch alle gesehen haben, sind das ziemlich viele. Nicht so viele, wie eigentlich es hätte sein können, aber es ist ja gerade noch im Entstehen, also mal schauen. 80.000 Menschen, die sich für die Todesstrafe bei Tierquälerei aussprechen. Geht's noch in irgendeiner Richtung okay mit euch? Wenn ihr diese Seite geliked habt, aus welchem Grund auch immer, spürt ihr euch eigentlich noch? Wenn ihr die Seite nicht geliked habt, fühlt euch jetzt bitte nicht angesprochen. Ich weiß, das fällt dann immer schwer, aber geht's in irgendeiner Form noch klar mit euch? Tagtäglich werden Hunderte und Tausende Menschen vergewaltigt, misshandelt, in irgendeiner Form gequält, gefoltert, zu Dingen gezwungen, die sie nicht tun möchten. Und das geht allen am Arsch vorbei.
Und dann kommt ein Typ, hält einen Hund an der Gurgel an die Wand und alle fahren auf wie Furien oder keine Ahnung, wie sonst irgendwas und fast so geht's in irgendeiner Form noch. Es gibt Menschen, die und auch Tiere, die elende Schicksale erleiden, für die sich kein Mensch interessiert. Meistens auch kein Tier. Und klar, die Hunde tun ja auch leid. Aber wieso macht ihr draußen Hexenverbrennung? Die Lebendfeuerbestattung ist abgeschafft, Leute, und das aus gutem Grund. Hä? Wie gesagt, ich finde es eine Katastrophe, dass solche Menschen frei rumlaufen dürfen. Ich finde es auch eine Katastrophe, dass dieser Mensch wahrscheinlich auch wieder irgendwie freikommen wird. In absehbarer Zeit. Aber Leute, der Fall Kürer, falls euch nichts sagt, war hier in Österreich. Da wurde ein, ich glaube, 16-jähriges Mädchen, ist schon eine Zeit lang her, das wird immer wieder aufgerollt jetzt, da war ich noch etwas kleiner. Der Täter wurde bis jetzt nicht gefasst. Es gibt einen Verdächtigen und dem kann man nur nachweisen, dass er sie verbrannt hat, aber nicht, dass er sie getötet hat. Das war keine Lebendfeuerbestattung, von daher getrennt. Man weiß bis jetzt nicht, wer die getötet hat. Der Täter wird sein Leben lang nicht gefasst. Wahrscheinlich ist es nicht mal der Typ, der sie verbrannt hat. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber der Typ, der einzige, dem man in irgendeiner Form Schuld zuweisen kann, weil er als einziger auch als Täter in Frage kommt, man kann es nur nicht beweisen, der kommt nach 20 Jahren wieder frei. Paar andere Fälle gefällig. Berlin, Deutschland, das trifft die meisten von euch. Da werden Jugendliche auf öffentlichen Plätzen zusammengetreten. Beliebige News-Folge, irgendwo kommt das garantiert vor. Weiß jetzt gerade nicht, wann die letzte Folge mit diesem Thema war. Und denen passiert nichts, außer ein paar Monate auf Bewährung. Die töten Menschen auf öffentlichen Plätzen. Und es interessiert keine Sau, wenn da nicht irgendwer groß Propaganda schlägt. Aber sobald ein Tier betroffen wird, heulen alle rum oder... Hä? Wie gesagt, ich habe nichts gegen Tiere. Ich würde mir auch selbst ein Haustier halten, wenn ich die Zeit dazu hätte. Habe ich nicht, deswegen lasse ich's. Ich hatte selbst mal Hasen und ja, die Katzen der Nachbarn immer irgendwie ein bisschen mitgepflegt, als ich noch kleiner war und noch mehr Zeit hatte. Aber ganz ehrlich, ich erzähle das jetzt normalerweise immer als Witz oder als schlechtes Beispiel, aber in dem Fall meine ich es ernst. I Am Legend, der Film. Als ich im Kino gesessen bin, der Saal voll. Wirklich voll. War dafür extra im IMAX-Kino. Weil ich mir dachte, okay, der Film ist gut, sehr gut sogar, hab die totalen Lobeshymnen gehört und habe auch gehört, bei uns im Kino brauchst du den nicht anschauen, weil zu klein und der ist einfach episch und dingens. Bin dann in diesem Kino gesessen, in Wien, alles voll. So. Die ganze Menschheit ist am Verrecken. Es juckt keine Sau. Und dann stirbt der Hund. Und 3/4 des Saals flennen Rotz und Wasser. Hat das jetzt ein bisschen auf euch gewirkt? Okay, gut.
Es ist ganz ehrlich ein bisschen schwer weiter zu toben, wenn man kein Kontra hat. Deswegen, ganz ehrlich, wie weit geht's noch? Wie weit will die Menschheit sich noch weiter weg von der Zivilisation degradieren? Ich meine, klar, die Intelligenz einer Masse ist nie so hoch wie der Durchschnitt, sondern immer weiter drunter. Aber was zum... Und dann sehe ich auch noch Leute auf Facebook schreiben, unterzeichnet diese Petition für härtere Strafen und Todesstrafe für Tierquäler, sofort. Gleichzeitig sehe ich daneben von einem ehemaligen Lehrer, von dem ich sehr viel über Menschlichkeit und Menschliches und teilweise auch die menschliche Psyche gelernt habe, eine Petition, die vor genmanipuliertem Import und generell diese ganze Gefahrenzone, die durch die transatlantische Handelszone kommen wird, warnt und auch davor schützen soll, sprich die Handelszone nicht stattfinden lassen möchte. Was uns selbst betrifft. Was glaubt ihr, hatte mehr Likes? Die Petition, die unsere Gesundheit, unsere Zukunft und unsere Lebensstandards aufs Spiel setzt? Oder die Petition, die den Tierschutz fördern soll? Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Genau die für die Tiere, weil die Menschheit ist sich ja selbst scheißegal. Ganz ehrlich, das geht so lange, bis uns wirklich der Hut brennt. Und das sind wir jetzt schon kurz davor, wenn diese Handelszone stattfindet, zustande kommt. Und ich weiß es ganz ehrlich nicht, was da bei manchen abgeht. Aber wie gesagt, ich finde Tierschutz wichtig. Ich finde es wichtig, dass Tierquäler aus dem Verkehr gezogen werden. Aber das kann doch nicht über die Menschlichkeit drüber gehen. Das, was uns vom Tier unterscheidet, was unsere Zivilisation groß macht, was unsere Zivilisation ausmacht, dass wir kultiviert, zivilisiert und vernünftig sind. Da fehlen alle drei! Von der Intelligenz mal abgesehen, aber gut. Ja, ich bin für Tierschutz, ja, ich bin für Schützen von vom Aussterben bedrohten Arten, aber ich bin gegen menschliche Dummheit, Leute, das kann es nicht sein. Wisst ihr, worauf ich raus will? Wie kann man die Menschlichkeit für Tiere vergessen, aber für Menschen nicht? Wie kann man zulassen, dass... Da war so ein super toller Fall erst. Eine Österreicherin im Osten wurde vergewaltigt, ging zur Polizei, wollte Anzeige erstatten. Die sagt ihr, sie soll den Typen heiraten, damit sie nicht wegen unehelichem Sex selbst angezeigt wird. Hallo? Das hat höchstens die Österreicher interessiert und vielleicht zwei, drei Deutsche. Da hat keiner irgendwie gemault. Wehe, es geht um Tiere. Da schaltet sich der Verstand aus. Das war komplett. Da wird nur mehr gehetzt. So. Sorry, das musste heute einfach mal raus. Ich wollte deswegen auch Dominik nicht dabei haben, weil ich einfach
gerade so Brainfuck und so was zum drauf war und ich das einfach loswerden musste. Ich habe keine Ahnung, was man sich dabei denkt. Ich habe keine Ahnung, wo das hinführen soll. Aber es führt auf jeden Fall weg von Menschlichkeit und Zivilisation. Das ist amtlich. Da wird mir auch jeder von euch nach 2 Minuten Nachdenken zustimmen. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Wie gesagt, ich finde es wichtig, Tierschutz zu fördern. Ich finde es genauso wichtig, ich kann es nicht oft genug betonen, weil es mir eigentlich wirklich wichtig ist, dass man da gegen diese Tierquäler vorgeht. Aber doch nicht entgegen jeglichen Fortschritt der letzten 2000 Jahre. Ihr könnt nicht die... Oder auch ein krasses Beispiel, fällt mir gerade noch ein. Da gab es diesen Kindervergewaltiger, der in 106 Fällen nachweislich vergewaltigt oder misshandelt hat. Der hat ein paar Monate auf Bewährung gekriegt oder so. Urteil rechtskräftig. Noch Fragen? Okay, bevor das Ganze ja wirklich ausartet, falls ihr es bis hierher gesehen habt, bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich bin echt auf eure Meinung gespannt. Wenn es wirklich schief geht, scheiß ich drauf und lasst gut sein. War eine tolle Zeit mit euch, falls es wirklich schief gehen sollte. Ich wünsche euch trotz allem eine wunderbare Zeit. Habt Spaß, was immer ihr auch macht. Mir ist ganz ehrlich nicht ganz wohl dabei, dass ich dieses Video online stelle, aber es muss sein, Leute. Sowas geht einfach nicht. Wie weit kann die Menschheit sinken? Wie weit kann man runterfallen? Wie weit kann man sich von seiner eigenen selbsternannten Spitze der Evolution absenken lassen, um das zu fordern? Was berechtigt mich zum Henker, wenn jemand anderer jemand ermordet hat? Was berechtigt mich dazu, sein Leben zu beenden? Die Frage wird immer in Bezug auf Menschen gestellt. Bei Tieren kann man das locker außer Acht lassen. Das ist egal. Das ist ja, ist ja total egal. Das ist ja, ja. Okay. Ja, dann herzlich willkommen auf der Endcard. Da drüben geht's zu, ach was weiß ich, 2 Playlists. Ich sage jetzt mal einfach oben Let's Play Banished, unten Let's Play Anno 1404, Venedig, Together. Ja, die alte Serie mit Jakus, wer sie noch nicht gesehen hat, solltet unbedingt mal reinschauen. Unter mir könnt ihr, falls ihr wollt, abonnieren, aber nur falls ihr gegen menschliche Dummheit geimpft seid, bitteschön. Also diese Massendummheit, nicht diese einzelne. Diese Massendummheit, die da gerade auch total viele befällt, weil man einfach nicht nachdenkt, aber ja. Außerdem sind in der Beschreibung Links zu meinem Blog, Dominiks Blog, Facebook, zu KST Beats, von dem ich wieder die Beats benutzt habe. Ja, ich wünsche euch, wie gesagt, eine wunderbare Zeit. Habt Spaß, was immer ihr auch macht. Und ja, wenn ihr sowas seht, denkt 2 Minuten drüber nach, bevor ihr da einfach auch auf Gefällt mir klickt oder einfach blind mitmacht. Meistens gehen solche Aktionen, vor allem wenn es um Tiere geht, weit übers Ziel hinaus.
Und die Menschheit vergisst sich einfach selbst dabei. Und wenn das wirklich passiert, dann dauert es nicht mehr lang und wir sind alle hinüber. Weil dann hetzt jeder gegen jeden, weil der hätte ja und der könnte ja und der würde ja vielleicht auch. Und dann ist es bald vorbei. Also wenn ich meine Menschlichkeit für die Gesundheit und die Wichtigkeit einer ja, wie drücke ich das jetzt aus, ohne dass es falsch rüberkommt? Wenn ich nicht bereit bin, meine Menschlichkeit für andere Menschen zu opfern, weil es unmenschlich ist und das bei Tieren aber mache, dann würde ich mal stark überlegen, ob ich nicht selbst auch mehr Tier als Mensch bin. Und wenn ja, betrifft das die ganze menschliche Rasse. Nicht nur einen oder zwei, sondern alle. Und wenn ihr das bejaht, dann sind die letzten 2000 Jahre Evolution eine blanke Lüge. Und das ganze Zeug davor natürlich auch. So viel selber in den Raum gestellt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.